Jo Freunde, hier schlägt Racing Unterhaltung. Seid ihr grüßt heute hier zum Nidigo-Rüttchen Gran Turismo 7. Wie ihr seht, sind wir kurz vor A+. Diese Woche sind die Daily Races auf Brands Hatch und da ist so racing-mäßig eher boring. Überholen sehr, sehr schwierig. Deswegen starten wir nicht von hinten. Gleich hier von Anfang an mit Qualifying und Attacke. Wir versuchen hier auf A+ wieder uns zurückzuschwitzen. Ich hoffe, es unterhält euch ein bisschen. Ab geht's, let's go. Starten rein mit den McLaren. Vor der Rutsche munter gefightet. Schön aufs Gas. Dann können wir ein bisschen mitmischen. Aber wir überholen vor allem die Ferrari, das ist jetzt tricky. Wieder aus der Außenrum. Ja, das geht natürlich nicht. Alter, es ist ja. Ja, also, man kann ja auch stehen bleiben, wirklich. Muss ja nicht sein, die Ferraris werden auch zum Ende hin extreme Probleme bekommen mit den Reifen. Die sind ein bisschen untersteuern, die Ferraris. Aus der McLaren auf jeden Fall weniger LKW-mäßig unterwegs. Och man, kommt Jungs. Das hätte ich ja schon so im Reifen schon. Und hier müssen wir ja vorbei, die halten mich ganz schön auf. Das gibt mir sowas noch Piss. Ach Junge, ey, das ist wirklich unglaublich. Unglaublich, das nervt mich ja schon wieder sowas. Warum fahren die alle Ferrari? Jetzt kommst du ja ewig nicht vorbei, weil die Ferraris schnell voran sind. Anders nervig. Oh Gott, wieder so langsam. Also jetzt, irgendwo muss ich mir jetzt ja entdecken. Erste fliegt fast ab. Werde ich aber langsam ungeduldig. Vielleicht hier so ein Überraschungsding. Mann, jetzt kommt der nächste von hinten. Jungs, jetzt gebt doch mal Gas. Was soll denn die Scheiße hier? Was ist denn euer Problem? Oh, ich hasse es wirklich. Bei sowas könnte ich mal ausrasten. Irgendwelche Leute rumtrödeln und du nicht vorbeikommst und von hinten dich alle holen. Es ist. Da schiebe ich immer übelst Absturz. So, jetzt sind wir wieder vorbei. Hummelzug hier. Mein Gott, jetzt muss ich hier alle wieder zurückholen, also anders nervig. Du hast eine schöne Lackierung, ja, aber irgendwie müsstest du dir auch mal ein paar Flügel wachsen lassen. Ja, unnötig, danke Kollege, vielleicht können wir hier die Fehler direkt ausnutzen. So, jetzt klingt. Zeitig auf der Runde. Ist denn jetzt echt vorbei oder was? Ach, der wollte in die Box, deswegen hat er den Gummi kommt in die Box, sympathisch. Ganz schön britenverseuchte Lobby. Gut, die haben ja Heimspiel hier, die wollen ja ihren Heimvorteil ausnutzen anscheinend. Ich vermisse noch so sehr. Oh, die Luft weg. Da haut es ja jemanden weg, vielleicht sogar den führenden. Was ist da passiert? Er fährt auch weg, Larry, mein Teamkollege, nein. Vielleicht noch Damage.
Hallo, hallo, ey. Ich bremse schon auf dem Gras an, was ist dein Problem? Junge, ich vermisse doch extrem dem Spiel, was es in Gran Turismo 6 schon gab. Ist ja was so, und das wäre nochmal ein richtiges Highlight. Ich glaube, da würden die britischen Fans hier oder die vielen britischen Spieler auch glücklich machen. Das Problem ist natürlich, der Alpha da vorne ist fürs Rennen, glaube ich, Meter. Reifenverschleiß ist okay bei der Karre. Kannst du mit dem McLaren nicht mithalten? Heißt es eigentlich irgendwie bloß den zweiten halten? P2. Very nice. Ist man unterwegs hier im Alpha. Die Meterkiste. Ja, sehr, sehr starke Lobby hier mit vielen A-Plus-Fahrern. Leider das Rennen zuvor mit dem Ganso nicht so schöne Erfahrungen gemacht. Ich hoffe, der verhält sich diesmal ein bisschen korrekter. Jedenfalls ist da vorne wieder Action. Also dieser. Ach Mann. Ja, natürlich. Und wieder der Ganso. Ja, das tut mir leid, da konnte ich jetzt nichts für. Wieder dieser Ganso. Alter, ohne was ist denn das für ein Nuttensohn? Es ist unfucking glaublich. Ich weiß auch nicht, wo man hier am besten sich jetzt den McLaren schnappen kann. Mal gucken, ob wir eine Stelle finden hier zum Beispiel in nächster Runde oder so. Ach man, jetzt kommt der wieder von hinten. Ja, das war so klar. Fahr mal wirklich, ich hasse es, wenn ich da von hinten sinnlos zurückkomme, weil der vorweg vorne einfach rumkröchtet. Ja, tut mir leid. Ach ja, genau, ja. Hier wird man. Bitte mich nicht ausbeschleunigen, danke. Oh Mann, sind die Dreckspur so schnell. Vergiss es. Na, weißt du, wie fühlt sich das an? Wenn vor dir rumgekrochen wird, und die anderen nicht vorbeikommen, ne? Geil, oder? Beziehungsweise, wenn vor dir rumgebrochen wird und die alle von hinten kommen. In der Endgegner-Lobby, ja, wir haben bei TJ auf der Pole mit vielen A-Plus-Fahrern starten rein mit den Meta-Karren hier im Rennen. Zumindest ist auf eine Runde nicht so schnell, aber im Rennen richtig stark der Alpha. Schönste Alpha hat natürlich ich hier, Kappa. Okay. Sehr interessant. Alter, was machen die davon? Da hat ja lang genug alle hier aufgehalten.
Granate, das ist schon mal gut. Geht da ein bisschen weit. Ja, ein bisschen Windschatten. Ich glaube, die Seilreifen sind tot. Ich hoffe, ich komme da jetzt irgendwie schnell vorbei. Da hat TJ das Ding echt gewonnen. Was? Starkes Rennen von TJ, muss man sagen. Auch wieder hier nächste Endgegner-Lobby heute hier mit The Kiev. Ja, da macht wieder jemand da vorne, macht jemand jetzt die stehende Schikane. Boah, schöner Quersteher mit seinem Citroën. Schade, schade, aber cooles Rennen. Oh Leute, der Balken ist, da muss ich schon die Lupe rannehmen, ist langsam voll. Also jetzt, ich denke mal, ein Rennen noch und dann haben wir es. Wieder eine sehr verschwitzte Lobby. Ihr seht, ich denke mal, hier sollte jetzt so ein 8er, 9er Platz reichen für Apus Lobby. Ich glaube sogar der auf P3 ist Digit. Da hält ihr fast alle durch. Digit. Fehlt bloß der Super GT. So ist natürlich kacke. Das war natürlich wendig. Perfekt, so viel zum Thema A+. Danke dafür. Das war's dann wieder. Nice, korrekt. War auch meine eigene Schuld, die Fehler, die ich machen dürfen. Ach Mann, ey, ich bin so ein Dödel, ey, ohne was. Ja, rausquetten ist jetzt keine Option. Ist alles noch sehr da am Besamt, ist vielleicht bei Glück. Und dass die Leute mit ihren Reifenfressern da ein paar Probleme bekommen.
war das so eine unnötige Aktion, ey. Whisky, das sollte es eigentlich sein. Oh, GG und Digit. Ja, stark, ja, 8 Sekunden Vorsprung, der Typ ist so gestört. Ich glaube, das wirst du sehen. Puh. So, ich schaue, ob es gereicht hat. A plus, da sind wir A plus. Ja, Whisky. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Lasst gerne ein Like da. Macht's gut. Oder rein.